Die Resolution ist für den Diözesan Caritasverband von einer großen Bedeutung. Menschen wollen festen Boden unter den Füßen und ein festes Dach über den Kopf haben. Wohnen ist ein Grundbedürfnis und Menschenrecht. Deswegen ist dieses Thema für uns von großer Wichtigkeit. Wir sind hier natürlich zunächst erst einmal in unserer anwaltschaftlichen Rolle unterwegs. Das heißt, wir setzen uns für die Ärmsten der Armen ein. Dann werden wir aber konsequent zusammen mit der Politik und den Netzwerken, in denen wir unterwegs sind, überlegen müssen, welche Schritte wir tun können. Beispielsweise genossenschaftliche Modelle. Wir sind auch in einzelnen Regionen wie im Emsland schon dran, dass wir zusammen mit Partnern, mit Netzwerkpartnern günstigen Wohnraum schaffen. Es reicht nicht aus, zu diesem Thema nur die Lippen zu spitzen. Wir müssen auch pfeifen. Wir haben hier in Ankum eine Zwei-Zimmer-Wohnung angemietet. Der Klient kann sich zurückziehen in sein eigenes Zimmer, aber es gibt halt auch die Möglichkeit, in einem etwas größeren Raum miteinander zu sprechen und hier zusammen zu sein. Es gibt eine Küche, es gibt ein Bad und einen Flur. Wir wollen hier Menschen unterstützen, die wohnungslos sind und akut krank sind oder zum Beispiel Wunden haben und die einen Ort brauchen, um sich wieder gesund pflegen zu lassen oder gesund zu werden. Der Arzt oder die Ärztin, die können hier in die Wohnung kommen, wenn es erforderlich ist. Kann aber auch sein, dass wir die Hausärzte in ihrer Praxis einfach aufsuchen, mit den Klienten zusammen, auch durch den Landkreis Osnabrück unterstützt und durch Eigenmittel des Caritasverbandes. Und ohne Aktion Mensch hätten wir aber dieses Projekt gar nicht realisieren können, weil natürlich auch einige Anschaffungen zu machen sind, um das Projekt, was über 3 Jahre insgesamt läuft, erstmal realisieren zu können. Also Standard ist es auf keinen Fall. Also es ist eher so, dass wir im ländlichen Raum wirklich ein einzigartiges Projekt sind. Dieses spezielle Angebot, tatsächlich Wohnungslose in einer Wohnung durch Pflegedienst und Ärzte und Sozialpädagogen mit zu betreuen, ist wirklich eher selten. Braucht nur 1-2 Tage regnen, dann ist man schon kurz davor, schon wieder schwere Krankheiten zu bekommen. Das ist nicht. Und ärztliche Hilfe ist auch nicht gerade besonders angesagt als Obdachloser. Da ist man froh über jeden Winter, den man überlebt hat. Ja, ich bin ja angesprochen worden vom SKM und haben mich gefragt, ob ich nicht mal sesshaft werden wollte. Der Freundeskreis hat sich stabilisiert. Ab und zu kann man wieder an gesellschaftlichen Aktivitäten teilnehmen. Ich brauche jetzt im Winter keine Angst mehr haben, nicht mehr zu überleben. Ja, das Projekt Wohnungsstadt Parkbank ist im Jahr 2002 gegründet worden. Aktuell haben wir 17 Wohnungen. Wir mieten die Wohnungen auf dem freien Wohnungsmarkt halt an und sind quasi als Zwischenpol zwischen dem eigentlichen Vermieter und dem Klienten halt mit im Spiel. Als nächsten Schritt versuchen halt über den Arbeitsmarkt eine Tagesstruktur zu organisieren. Es gibt natürlich auch Fälle, das sind natürlich dann auch schon unsere Highlights, wo wir eine Arbeitsvermittlung in einer Ausbildung zum Beispiel organisieren können, gerade bei jungen Wohnungslosen. SKM wird in dem Neubau die ganze untere Etage anmieten als Übergangswohnung für ehemals wohnungslose Menschen. Ideal an diesem Projekt ist, hier kann ganz normales Wohnen im städtischen Wohnraum erprobt werden. Das heißt, die Personen sind ja nicht die Ersten am Mietermarkt. Deswegen ist es umso wichtiger, ein Projekt wie dieses zu haben. Die Menschen leben einerseits autark und autonom in ihren Wohnungen, haben aber gleichzeitig die Möglichkeit der sozialen Begegnung. Sie werden also durchgängig betreut. Das Stephanswerk hat hier die Aufgabe, das geplante Projekt aus baulicher Sicht zu betreuen und natürlich auch zu planen. Ein Ziel zu erreichen, was da heißt, bezahlbarer Wohnraum und sozialverträglich, also größtenteils ohne Inanspruchnahme der Sozialkassen Wohnraum zu errichten. Einmal, indem wir ein Altbauprojekt in die Gesamtüberlegung mit einbinden, wogegen wir in dem Neubauprojekt, was hier an dieser Stelle stattfindet, normaler, bezahlbarer Wohnraum für Menschen sein soll. Ja, im Rahmen der Umstrukturierung des Betriebes haben wir überlegt, auch im Familienkreis, wie wir diese Fläche und dieses alte Gebäude sinnvoll nutzen können. Und durch persönliche Beziehungen auch zum Caritasverband kamen wir dann auf die Idee, so ein Projekt anzustoßen und dieses Gelände und das Gebäude auch dem Caritasverband zur Verfügung zu stellen.
insgesamt 15 Jahre auf der Straße. Durch meine Lebensgefährtin, die habe ich tot in der Bude gefunden. Ich habe alles verkauft, Auto verkauft, alles weg. Nur auf der Straße rumgereist nur. Immer unterwegs gewesen, bis ich wieder in den Knast gekommen bin. Und dann war ich schwerer Alkoholiker gewesen. Heute habe ich es auch ein bisschen im Griff. Das kam durch den Knast, sage ich ganz ehrlich, das kam durch den Knast. Ja, und irgendwann musst du auch sagen, pass mal auf, jetzt musst du an dir selber arbeiten. Gehst du so weiter oder gehst du vor die Hunde, ganz einfach. Aber du hast nichts zu tun, das ist das Problem, dass du nicht wieder in einen alten Trott reinfällst. Ne? Aber ich bemühe mich um Arbeit wieder, ne? Das ist so. Das möchte ich. Ne? Wir mieten Wohnungen an und diese Wohnungen geben wir weiter an ehemalige Wohnungslose. Ja, das sind dann verschiedene Bereiche, die wir sozusagen abklopfen. Das ist einmal der Bereich Wohnen, der Bereich Finanzen, der Bereich Gesundheit, der auch eine große Rolle spielt, der Bereich Arbeit, der auch besonders schwierig ist, und der Bereich soziale Kontakte. Und wir versuchen natürlich, je nach den Bedarfen, dabei behilflich zu sein, sesshaft zu werden, ihre Probleme zu bewältigen, ihre Toleranz zu erweitern. Also wir haben ganz gute Erfolge, sage ich mal. Viele bleiben, sehr viele junge Leute, also unter 25-Jährige, die keine Wohnung haben, perspektivlos in der Luft hängen. An dem Punkt, denke ich, ist noch sehr viel zu tun, wo wir dann extra für junge Leute was anbieten würden.